Okay, wo geht's denn hier hin? Nirgendwo hin, ne? Ich will nur mal kurz drauf. Was ist das hier dann für Boote? Oh! Never mind! Das Hier ist ist genau, wo es. wir hin sollten. Aber wo ist der Bote? Oh, Ihr seid. ich habe mir schon gedacht, dass es eine Falle ist. Oder? Es ist eine Falle, right? Oh, ist es er? Ist es der Missionar? Ich habe so viele Fragen. Ja, es ist doch der Missionar, oder? Guck mal. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Weil die eine, mit der wir gesprochen haben, aus ihrem Gefolge. Warum ist das Game eigentlich so leise? Sorry, Dude, ich muss hier vorbei. Wunderst du dich nicht, wer ich bin? Man kann über diese Rebellen sagen, was man will. Aber sie schaffen es, sich hier durchzuschlagen. Der Wer Terroristen bist du? sagen. Ich habe dich nie zuvor gesehen. So viele neue. Werden die Asadi je aufhören, weiter nach Osten zu marschieren? Okay. Ja, wie kommen wir denn jetzt nochmal hin? Hier runter, na? So, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ach so, ihr aus ihrem Gefolge. Sie wollten doch den Skorpion verraten, aber der Spitzname von April ist doch der Rabe, also Raven. Also ich verstehe das nicht. Ich dachte, der Skorpion wäre der eine Kämpfer aus ihrem Gefolge. Huch. Wait, jetzt bin ich verwirrt. Ah, hier und dann rechts. Oh, muss ich mal ganz kurz an der Nase kratzen. Ah, das wieder. Das haben wir jetzt schon aus drei Perspektiven gesehen. Was ist das? Seltsam. Vielleicht war es eine Nachricht an irgendwen. Ja, ich glaube, ich kaufe das mit dem Feuerwerk nämlich auch nicht ab. Das sieht wirklich mehr wie so ein Kommunikationsmittel aus. Also, ich finde das Unsinn. Wer schießt denn so ein Hier einzelnes bin Feuerwerk? ich. Ich habe meinen Teil unseres Abkommens eingehalten. Ah. Nun ist es an dir. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast, Azadi. Dein Skorpion wartet an der Oh, oder Pier. sie stellt eine Allein. Reverse-Falle. Verschwinde. Wenn ich dich je wiedersehe, wird mein Schwert deine Kehle küssen. Wie Für romantisch. das, was ich getan habe, bin ich bereits tot. Hat sie das vielleicht extra gemacht, uns zu April zu schicken, weil sie denkt, dass April uns besiegen kann hier? Wisst ihr, dass es gar keine Falle ist, sondern eine umgekehrte Falle? Weil sie denkt so, okay, zum Skorpion, nee, aber zu April und dann gibt's jetzt Beef? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Die beiden haben sich ja schon mal Hier ist es. getroffen. Aber wo ist der Bote? Da dumm. Wer seid ihr? Ah. Ich erinnere mich an euch. Aus Makuria. Aber ihr seid der Azadi. Was tut ihr hier? Habt ihr Mist. Ihr seid mir hierher gefolgt. Ich schwöre es bei meinem Schwert, dass ich euch nicht gefolgt bin. Ich wünsche nicht, euch etwas antun zu müssen, Herrin. Ihr wart offen zu mir damals in der Stadt und ich respektiere das. Also, was zur Hölle tut ihr dann hier? Wenn ihr Soldaten mit euch gebracht habt. Das sind Zivilisten hier, Frauen und Kinder. Ich habe keine Soldaten bei mir. Ich bin allein. Warum aber habt ihr dann... Bitte, lasst mich erklären. Ich bin ein Apostel. Wir sind Missionare. Wir bringen das Wort der Göttin zu den Ungläubigen. Aber wir tun das mit der blanken Waffe und schnellem Tod, statt mit Predigten und Gebeten. Wir sind der letzte Ausweg. Und wir werden gefürchtet. Ich habe die Rechtschaffenheit meiner Mission nie vorher bezweifelt. Die Göttin ist eine wahre Gottheit. Und wir müssen ihr Licht zu den dunkelsten Orten bringen. Und dennoch, ich habe viele Dinge in meiner kurzen Zeit hier in den Nordländern gesehen und gehört. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Unerfahrenheit und Angst meine Leute irreführten. Wie Arroganz und Misstrauen drohten, unsere Mission zu zerstören. Ich war Zeuge von Taten. Taten, von denen ihr selbst so leidenschaftlich spracht, als wir uns damals trafen, die einen Schleier von meinen Augen gehoben haben. Kann die Göttin in ihrer unendlichen Weisheit wirklich wollen, dass wir souveränen Völkern in ihren eigenen Ländern dies antun? Als wir uns damals trafen, Herrin, eure Worte erweckten etwas in mir. Ich habe meine Mission oder meinen Glauben nie hinterfragt. Dies jetzt zu tun, würde meine komplette Existenz infrage stellen. Und doch, wo wir uns jetzt wieder treffen, erinnere ich mich an die Worte eines alten Freundes. Worte, die man oft allzu schnell vergisst. Dein Kampflehrer? Und ich finde mich innerlich zerrissen wieder. Bravo. Eine sehr überzeugende Rede, Apostel.
Ihr hattet mich fast für einen Moment umgarnt. Aber Tatsache ist, ihr seid ein Assassin des Feindes. Ihr seid in unserer Stadt. Und ihr kamt nicht hierher, um mit mir zu sprechen. Ja, ich bin ein Assassin. Und meine Mission ist einfach und unmissverständlich. Nur, ich glaube jetzt, dass die Göttin mich aus einem anderen Grund hierher geführt hat. Zu euch geführt hat. Warum sonst hätte sie uns zuerst in Mercuria und jetzt hier zusammengebracht, wenn sie mir nicht einen neuen Pfad zeigen wollte? Tut mir leid. Ich glaube nicht an das Schicksal oder an göttliche Prophezeiungen. Nicht mehr. Ich glaube, dass einige Dinge einfach geschehen. Nennt es Schicksal. Nennt es den Willen der Göttin. Nennt es Glück. Aber nennt es nicht Zufall. Also was jetzt? Ihr glaubt, dass ich euch jetzt einfach hier wegspazieren lasse? Dass ich hinnehme, dass ihr das Licht gesehen habt? Nein. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich möchte nur noch für kurze Zeit mit euch sprechen. Ich möchte verstehen. Mein Herz einer neuen Wahrheit öffnen. Ich glaube, dass die Göttin mit mir sprechen will. Mit mir und nicht mit denjenigen, die ihr Wort nur so interpretieren, dass es ihren Wünschen entspricht. Und was erzählt euch eure Göttin? Dieser mein Pfad, der Pfad, den ich nie hinterfragt habe, kann derjenige sein, der in den Schatten und nicht ins Licht führt. Seht, wenn ihr hierher kamt, um Erleuchtung zu finden, Azadi, seid ihr an die falsche Person geraten. Der Name ist Kien, Herrin. Ich kann nicht behaupten, dass ich hierher kam, um Erleuchtung zu finden. Gerade das Gegenteil. Und doch fange ich jetzt an zu sehen, dass den Völkern der Nordländer eine große Ungerechtigkeit angetan worden ist. Wenn das so ist, ist es meine Aufgabe zu helfen, den Schaden wieder gut zu machen. Ihr wollt euch gegen euer eigenes Volk wenden? Ich werde niemals meine Waffen gegen diejenigen erheben, die ich geschworen habe zu schützen. Aber ich habe vor, nach Sadir zurückzukehren und die Sechs, unsere Herrscherinnen, darüber zu informieren, was in den Provinzen vor sich geht. Warum? Weil es nicht recht ist. Und sicher auch nicht der Wille der Göttin. Und es ist ein Verrat an allem, was ich gelehrt worden bin, zu glauben. Ich verstehe noch immer nicht, Kien. Glaube, Herrin. Ich fürchtete, dass ich ihn verlieren könnte, aber ich irrte mich. Mein Glaube ist so stark wie zuvor. Vielleicht war er nur ganz einfach falsch platziert. Ich glaube, dass ich euch meinen Namen schulde. Ich bin April. April? Ich bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr solltet nicht bleiben. Wenn euch irgendjemand sieht... Ihr werdet es niemandem sagen? Es fällt mir nicht leicht, irgendjemandem zu vertrauen, Kien. Aber ich beginne zu glauben, dass ihr ehrlich und ein achtbarer Mann seid. Ich bemühe mich. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum ihr hier seid. Und ich verstehe nicht, warum Naane mir sagte, dass ihr... Ich wusste, dass ihr schwach seid, Apostel. Aber ich hätte nie gedacht, dass ihr so weit gehen würdet, eure eigenen Leute zu verraten. Wayman, was im Namen der Göttin tut ihr? Eure Aufgabe, Orwain, den Feind vernichten. Oder habt ihr vergessen, weshalb ihr hierher entsandt wurdet? Es gibt Frauen und Kinder in der Stadt, Wayman. Es sind einfache Bürger. In den Augen der Göttin seid ihr alle gleich, oder nicht? Terroristen, Frauen der Terroristen, Kinder der Terroristen, sie alle sind Sünder. Und diese Person hier, ist sie es, die zu töten ihr hierher geschickt wurde? Zu töten? Nein, ich wollte es euch erklären, doch ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich kam, um den Skorpion zu finden, doch ich fand euch an diesem Ort. Skorpion. Das ist der Name, den eure Leute mir gaben, nachdem ich ihnen die Angst über die Balance gebracht hatte. Du bist er? Dein Mund ist voller Gift, Hexe. Selbst jetzt noch. Du stehst wahrlich unterhalb von uns. Und du, Orwain? Sperrt ihn ein. Senke deine Waffe, Soldat. Ich bin ein Apostel. Nicht mehr, Kien Orwain. Ihr habt die Sechs betrogen, seid vom rechten Pfad abgewichen, habt die Mission verraten. Ihr seid weich geworden wie eine faule Frucht. Ihr habt euch mit diesen Heiden und Mördern eingelassen. Ihr, Apostel,
habt eine tödliche Sünde begangen. Ihr habt euren Glauben verloren. Nein, Wayman. Nicht ich bin vom Pfad abgekommen. Nicht ich bin es, der den Glauben verloren hat. Was tun wir diesen Leuten an? Warum dringen wir gewaltsam in ihr Land ein? Das ist nicht der Wille der Göttin. Also zweifelt ihr nun auch an unseren Herrinnen? Der Abgrund in euch wird jede Sekunde tiefer Alwain. Doch die Göttin ist noch immer voller Gnade. Und so will ich es auch sein. Ich gebe euch noch eine Chance, eure Loyalität zu beweisen und euch selbst vor der ewigen Verdammnis zu retten. Tut, was zu tun ihr hierher gekommen seid. Tötet diese mörderische Hexe. Tötet den Skorpion. Also sind wir doch der Skorpion. Oh Gott, im Hintergrund schreien sie schon, lass keinen am Leben. Das sind unschuldige Leute hier. Ja, sie hat viel meiner Leute ermordet und sie verdient es zu sterben. Nein, ich habe kein Recht, ihr Leben zu beenden. Sie hat nur ihre Leute beschützt. Markbruder, ich muss sie hinhalten. Flehentlich bitten. Hä? Markbruder, let's go. Wie könnt ihr wissen, dass diese Frau der Skorpion ist? Was denn, Markbruder? Oh, Stell! Sie hat es uns gerade gestanden. Ich bin der Skorpion. Glaubt ihr wirklich, ich fürchte den Tod? Stell, ich habe ihm tausende Male ins Auge gesehen, aber niemals auch nur geblinzelt. Du solltest den Tod fürchten, Hexe. Die Göttin lächelt nicht zu Mördern und Heretikern. Was sagt eure Klinge, Alwain? Wer immer sie ist, was immer sie getan hat, den Tod verdient sie nicht. Ich kann sie nicht töten. Also gut. Ihr habt eure Wahl getroffen. Tötet sie! Oh, nein! Nein, April schiebt doch jetzt nicht. Actually, nee, sie holt sie jetzt aus dem Wasser, oder? Okay, Leute. Bitte sagt mir nicht, ihr habt Mitgefühl für diese göttinlose Schlechterin. Was ihr hier tut, ist falsch. Was? Es soll falsch sein, unsere Leute vor Terroristen zu beschützen? Des Gegners Festung zu zerstören? Sagt mir, was soll daran falsch sein? Diese Leute verteidigen nur ihre Heimat und ihr Land gegen Eindringlinge. Wir sind es, die falsch handeln, nicht sie. Ihr fallt tief, als ich es für möglich gehalten hätte, Alwain. Es wird ein Spaß sein, euch vor Gericht zu beobachten. Das wird nie stattfinden. Wenn die Abgesandte... Die Abgesandte war es, die euren Arrest befahl, Alwain, nachdem ihr die Wirtin und diesen Schmuggler laufen ließet. Es war der Herrin klar, dass eure Loyalität nicht länger dem Imperium gehörte. Trotzdem wart ihr es, welche Ironie, der uns hierher führte. Ich bin sicher, das wird euch vor dem Gericht angerechnet. Vielleicht verdient ihr euch dafür wenigstens eine Inschrift auf eurem Grabstein. Schafft ihn fort! Ich werde euch dafür bezahlen lassen, Wayman. Ich schwöre bei der Göttin, dass ich nicht ruhen werde, ehe ich euer schlagendes Herz in der Hand halte. Wie abstoßend. Tötet sie alle! Dramatisch. Brennt diese Stadt nieder, nehmt keine Gefangenen! Aber hier leben doch gar... Also, ein paar Kämpfer sind hier, aber die meisten... Oh, shit. Ah, das ist der aus Aprils Gruppe, oder? Ja. Tot! Sie ist tot. Und es gibt nichts mehr, was sie tun Ich glaube es irgendwie noch nicht, dass Wenn sie tot nicht bald ist. Beruhigt, sind ich kann es nicht selbst glauben. Tot. Wir könnten es genauso sein. Hört zu, sie töten sie, jeden von ihnen. Was nutzt es, wenn wir überleben, wenn wir alleine sind? Das war's. Ich gehe da hinaus. Bryn, nein, sie sind zu viele. Wir werden unseren Weg sicherer machen und uns neu formieren. Aber zuerst müssen wir ihr zur Flucht verhelfen. Du kannst nicht mit uns gehen. Das ist zu gefährlich. Du wirst das nicht Kann überleben. Kann ich nicht einfach zurück in meine Welt gehen? Du musst wieder einschlafen. Ja, genau. Aber sie durchsuchen bereits die Häuser. Wenn wir bleiben, töten sie uns dann nicht? Wenn du einschläfst, verschwindest du spurlos wie der Tau in der Sonne. Du gehst auf die Reise. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich weiß, aber wie soll ich jetzt hier einschlafen? Chuan! Bryn, reich mir diesen Beutel da drüben. Sie kommen näher! Schlaf, Bruder! Tu, was ich sage. Schnell jetzt! Hey, was ist? Bedecke dein Gesicht, Bryn. Und du atme tief ein. Was ist das? Schlafmittel. Es ist eine mächtige Magie. Sie wird dich schlafen lassen. Atme sie ein. Ja, Mist, was ist sie kommen. Mit dem Schwan, anderen? Wir müssen hier raus! Jetzt! Ich würde sagen, ihr solltet nicht, jetzt nicht ich schlafen. Ich kann nicht einschlafen. Atme. Langsam. Tief. Ich versuche es, aber... Es hilft nicht das Geringste. Ich fühle mich nur... schwindelig. Ja, einschlafen, ohnmächtig werden. Oh, bumm!
Huch? Sie sind hier! Shuan! Wir müssen hier weg. Geh! Geh! Nein, oh, das machen die so einen Cliffhanger, dass wir nicht wissen, ob die überlebt haben. Na, ich wusste es. Die sind so gemein. Jetzt sind wir hier. Ich will dir euch die ganze Zeit was sagen, aber es kommt eine Katze nach der anderen. Ist da jemand? Hallo? Lustiger Vogel, bist du das? Oh oh. Hat jemand sie gefunden? Ich kann dich nicht sehen. Suchst du etwas? Oh, das gefällt mir gar nicht gerade. Nein, warum bist du? Oh, gerade eskaliert ja alles. Oh shit. Oh mein Kopf. Faith. Glaube. Daniel? Fuß-Content. Bist du hier? Hä, der hätte versprach mir, er würde bleiben. Ja, der würde uns doch nicht allein lassen, oder? Seltsam. Ah, eine Nachricht. So, jetzt kann ich endlich mal zu euch sprechen, um nochmal vorhin, ganz vorhin, auf die Marktstand-Sache zurückzukommen. Ja, die Übersetzung ist hier natürlich gemeint hinhalten, dass wir ihn hinhalten sollen. To stall. Aber es wurde übersetzt mit der Stall, also the Stall, für der Stand oder hier Marktstand. Das ist ja total komisch, weil eigentlich, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es von jemandem übersetzt wurde, der den Kontext nicht kannte. Ich denke nicht, dass das in letzter Zeit gereinigt worden ist. Damien braucht unbedingt einen Haushaltsrobot. Also schon Damien sehr seltsam, bestimmt. Oder? Er behauptet, dass er ein großer Koch wäre. Aber davon sehe ich nichts. Warum shit-talkt sie jetzt den armen Damien so? Dieses Ding ist den größten Teil des Tages angewiesen, während ich hier war. Hey, das nenne ich Therapie. Okay. Naja, gucken wir jetzt aufs Handy? Oder... Sie haben eine Nachricht von... Oh. Dad. Zoe, ich bin's. Ich rufe dich nun schon seit ein paar Tagen an, aber du nimmst nicht ab. Oh, und hast Arme. Auch auf keine meiner Nachrichten reagiert. Oder macht sich sicher voll Was Sorgen. Was ist los? Wo bist du? Bitte ruf mich an, sobald du dies hörst. Ich mache mir Sorgen, okay? Bye. Oh, gemein. Natürlich rufen wir ihn nicht an. Oder? Doch, doch, wir rufen Hallo, ihn an. Zoe. Tut mir leid, aber im Moment bin ich nicht erreichbar. Na toll. Hinterlass mir eine Nachricht und ich rufe zurück, sobald ich kann. Hey, Dad. Tut mir leid, dass ich dich nicht früher zurückgerufen habe. Ich bin so nachlässig. Alles, was ich tue, ist schlafen und hier herumhängen. Große Überraschung, was? Ich hoffe, Lügnerin. Alles läuft gut für dich in Bombay. Du musst mich nicht zurückrufen, nur wenn es wichtig ist. Mir geht's bestens. Ziemlich gelangweilt, aber bestens. Sind ihre Haare länger geworden? Sorgen. Ich habe nicht mit Risa gesprochen. Ich halte mich von Ärger fern, versprochen. Hab dich lieb. Bye. Weiß nicht, ob das noch als Notlüge durchgeht. So. Aha, die neue Voicemail von Dad. Okay. Gut. Hey, das ist eine Nachricht für mich. Sie muss von Damien sein. Hey, ich hab dich hier einfach mal zurückgelassen. Hey, das ist eine... Okay. Eine Gucken Nachricht wir mal. Für mich. Sie... Zoe, ich hoffe, du erhältst diese Nachricht. Ich musste schnell fort. Der Wurm war... Sie haben ihn gefunden. Oh. Und sie werden ihn zu mir zurückverfolgen. Ich wollte dich nicht zurücklassen, aber ich hatte keine Wahl. Ich habe versucht, dich aufzuwecken, aber du hast nicht reagiert. Hätte er mich nicht mitnehmen können, tragen können? Sind, bevor sie ihn abfingen, konnte der Wurm genug Daten sammeln, um die Koordinaten, über die wir sprachen, herauszufinden. Das Eindringen in das Dream Corps geschah von Russland aus, nahe St. Petersburg. Ich habe dir die Koordinaten geschickt, zusammen mit einer Karte. Falls ich es schaffe, hier herauszukommen, werde ich dorthin gehen. Falls du dich entscheidest, ebenfalls dorthin zu gehen, und ich rechne damit, dass du es tust, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich versuche, dich zu kontaktieren, aber ich kann nichts versprechen. Zoe, du musst verschwinden. Sofort! Wenn sie herauskriegen, woher der Wurm stammt, werden sie jemand zu diesem Apartment schicken. Du musst Ja, deswegen ist doch dumm, die Nachricht hier zurückzulassen und mich auch. Scramjet. Oh, und im Badezimmerschrank sind warme Kleider. Viel Glück. Wir sehen uns bald, hoffe ich. Pass auf dich auf. Wenn es nach Russland geht, hoffe ich, dass wir jetzt so ein Lara Croft-mäßiges Outfit kriegen. So, na, wie der, seht ihr in Sibirien oder so? Ich seh so ein bisschen die Ähnlichkeiten, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, dass er halt weggeht und uns hier und so eine offensichtliche nicht verschlüsselte Nachricht zurücklässt, weil dann hätte er ja auch einfach bleiben können. So,
Wenn du es machst, dann mach's doch richtig. Draußen ist es grau. Es sieht aus, als ob es noch kalt wäre. Dort liegt das Badezimmer. Ja, dann gucken wir mal. Ja, nicht, sieht eigentlich eher so aus, als würde ich eine Bank überfallen wollen, aber naja. Ich habe den größten Teil meiner Zeit hier schlafend verbracht. Ich muss völlig ausgepumpt gewesen sein. Ich glaube, mehr haben wir jetzt nicht, ne? Ich werde nicht in seinen privaten Dateien stöbern. Mann, ich wollte mir mal seine Pornsammlung angucken. Wir haben ja anscheinend sehr viel Zeit hier. Nee, wir gehen natürlich los. Was gibt's jetzt? Wieder ein Luftschiff? Das sieht ja abgespaced aus. Die Wunder der modernen Technik. Irgendwie nennt mich das an den Hai. Da unten mit diesem roten noch, oder? Wie so ein kleiner Torpedohai. Schick. Schöne Lichtstimmung wieder. Jetzt sind wir also in Russland. Okay. Das sind die Koordinaten. Und hier treffen wir uns mit ihm. Das ist es. Das sind die Koordinaten, die Damien mir gab. Wenn die Daten, die der Wurm aus dem Dreamcore geholt hat, korrekt sind, ist der Ursprung des Virus das Fabrikgebäude da drüben. Ja, irgendwas gibt mir das Gefühl, dass wir da nicht so einfach reinkommen.